Willkommen wieder bei einer Runde Watch Dogs 2 am Start. Willkommen wieder. Wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Missionsziel, das da hinten rechts auf uns wartet. Wir müssen das möglich mit irgendwen an einem Strand oder so treffen. Irgendwie sowas. Da hinten ist ein Polizeiauto. Aber da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen nach rechts. Kann ich einfach rechts abbiegen? Ich probier's. Alter. Da. Perfekt, Alter. Entschuldigung. Das war echt keine Absicht. Da oben, oder was? Dann gehen wir da irgendwie hoch. Aus der Bahn. Heiß und fertig. Au. Oh. Brumm, brumm. Da ist sie. Hey. Das hat nur auffällig so, hey. Was geht? Geht doch, wir haben sie gefunden. War ja nur ein bisschen, ne? Sind wir mal wieder ein bisschen Auto gefahren, ein bisschen cruisen. Was hast du für ein Problem? Wir machen der Kirche ein Problem. Wer, wir? Dead Sack. Ich wusste es. Ein Kerl, ne? Ich habe Freunde, die würden Dead Sack am liebsten hinter Gittern sehen. Ich mag einen fairen Kampf. Hey, genauso wie du. Entschuldigung? Ich habe gesehen, wie du dich damals mit New Dawn angelegt hast. Aber hey, schon kapiert. Du bist ja seine Stadträtin. Nein, 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 nein. Mit der Ich-hab-mich-verkauft-Nummer brauchst du mir nicht zu kommen. Diese Arschlöcher zerstören Leben, als wäre es ihr Hobby. Die haben Videos von meinen OPs veröffentlicht. Aber hör zu. Das ist mir scheißegal. Ich habe nichts zu verbergen. Aber du hast recht. Ich bin tatsächlich Stadträtin. Ich kann nichts tun. Deshalb wolltest du mich hier treffen. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst offenbar meine. Und ich beende, was ich anfange. Zuerst einmal, verwechsle bloß nicht New Dawn mit einer Kirche. Das ist eine kriminelle Organisation. Ich habe mir mal die Akten ihrer Immobilien in der Bay Area angeschaut und eine passt da einfach nicht rein. Genau da. Sie bezeichnen es als Bildungszentrum. Verschlossene Türen, keiner antwortet, Security kommt und geht. Klingt das für dich nach einem Bildungszentrum? Nein, klingt eher wie ein Umerziehungszentrum. Ich bin in der Nähe. Schau mal, was du herausfindest. Danke, Miranda. Okay, Miranda. Auf geht's, Leute. Gehen wir den Laden aufräumen. Miranda getroffen? Hab ich. Wir glauben, wir haben den Ort. Aber wir wissen nicht, was dieser Laden ist. Aber ganz offensichtlich vertuschen die etwas. Also suche ich mir mal einen Computer und schnüffle herum. Ein Computer suchen. Da hinten kann ich was hacken. Wenn ich da nah genug rankommen würde. Moment mal, kann ich an die? Ja. So, das muss ich mitnehmen, oder was? Okay. Komm aber nicht in die Gebäude rein, ne? Das ist ein bisschen blöde. Die Musik, ne? Versuch mal, wie gehe ich jetzt am besten vor? Aber wir machen das ganz easy. Man könnte meinen, ich bin ein kleiner Psychopath. Und das bin ich auch. Get up! Hm, was machen wir denn? Sollen wir einfach... Ja, komm. Das geht. Ich finde, das mit klassischer Musik kommt das noch mal ein bisschen besser rüber.
Oder nicht? Findet ihr das nicht? Oh, ich muss nachladen. Ohne Momento, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin nur hier, um eine Mission zu erfüllen. Und der Musik dazu ist super. Da, 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 da. Da vorne ist der mit dem Key, ne? So. Moment, jetzt hack ich den einmal. Da, 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 da. Alle gekillt. Einfach gekillt. Ah, das war ein schöner Tag, oder? Ich finde das sehr entspannt so. Einfach alle umgebracht. Sitzt da drinnen jemand irgendwie? Geh da mal rein und gucken, oder? Hey. Ich stehe zu meinem Wort. Lassen Sie mich raus. Was machst du hier? Hockt der hier einfach und guckt fern, Alter? Mein Name ist nicht Jason und ich bin nicht von New Dawn. Ich habe hier nichts verloren, Mann. Sie müssen mich rausholen. Bewegung, los. Okay, okay. Holen Sie mich hier raus. Immer mit der klassischen Musik dazu, wie ein gepflegter Psychopath. La 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 la. So, hallo. Und da haben wir auch. Und das nächste. Zack, meine Mitgliederdaten. Perfekt. Stehen die Mitgliederdaten. Auch erledigt. Miranda, Jimmy Siska kommt jetzt zu dir. Was ist mit dir? Ich schaffe es schon raus. Bring du ihn in Sicherheit. Mach ich. Das war easy, Leute. Das war eine erfolgreiche Mission, würde ich sagen. So, wir können jetzt natürlich unsere schöne klassische Musik ausmachen. So. Hallo, wenn man gepflegt reingeht und einfach alle umholzt, da gehört klassische Musik zu. Das ist einfach so. Ne, erinnert mich dann immer so ein bisschen an Hitman. La 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 la. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Mission abgeschlossen. Ich kann hier einfach rum. Wo muss ich eigentlich hin? Kann ich da runter? Marcus, Jimmy ist in Sicherheit. Danke, Miranda. Hey, du hast das meiste gemacht. Hier, er will mit dir reden. Marcus, falls du so heißt, ich will die Penner ins Kreuz nageln und ich weiß auch wie. Wir treffen uns draußen am Tempel von New Dawn. Mann, du solltest Anzeige erstatten. Wir beweisen, dass die Kirche Gefangene hält. Ich habe es gefilmt. Wir posten ein Video und sagen es der ganzen Welt. Was brauchen wir noch? Ich kann dir das Herz der Religion zeigen. Die Reliquien. Die ursprüngliche Quelle. Na, wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Wir sehen uns dort. Okay, dann zeig mir mal die Quelle, sag ich mal. Jetzt gucke ich mich hier nochmal um. Ich finde gerade interessant, hier zu gucken, was hier abgeht. So. Habe Informationen über deine Beute. Warte kurz. So, kein Ding. Ist jetzt hier wenigstens irgendwas zum Sammeln cooles? Nur gesehen, dass hier Sperrgebiet ist, das interessiert mich natürlich. Warum? Gibt's gar nichts, ne? Zugriff auf Remote-Server? Physischer Hack. Aber ich kann hier gar nichts machen. Blöde Kacke! Kann echt nichts machen. Hm. Ich frage mich gerade, warum ich jetzt hier reingegangen bin. Vielleicht übersehe ich irgendwas, was man hier jetzt hätte nehmen können oder so. Ach man, ich bin aber auch ein kleiner Twaddle, ne? Vielleicht da drinne, kann ich da mit meiner Maschine rein? Mache ich die aber nochmal. War ich überhaupt dabei? Fragen über Fragen, egal. Ich würde sagen, wir hauen einfach ab. Ist mir zu doof.
I'm out, bitches. Haben ja hier locker geklärt. Ach ja, ich wollte mal gucken, wo ist jetzt überhaupt hin? Laut Noodle Maps. Home Sweet Home. Nee, die Mission mache ich ja gar nicht. Sondern die Hauptoperation. Wo ist sie hin? Da! Triff dich mit über New Dawn beim New Dawn Tempel. Wo ist denn der New Dawn Tempel? Ist der das? Ja, das ist er. Wie zur Hölle komme ich da hin? Jetzt mal ernsthaft. Irgendwo da am Osten der Welt. Ja, müssen wir hinfahren, da bleibt ja nichts übrig, ne? Reisen wir mal zu Auto irgendwas. Auto irgendwas, ihr Laden, wenn Sie Autos brauchen. Kommen Sie zu Auto irgendwas. Bitte mal der Finger aufhören, da der Mauszeiger aufhören, mir den Stinkefinger zu zeigen, sonst deinstalliere ich gleich das Spiel auf der Playstation. Ja, ich deinstalliere es auf der Playstation, ne? Oh, ich hab auch die Waffe in Hand. Hat keiner gesehen. Marcus, hast du dir unsere Followerzahl angesehen? Hey, wir sorgen für Aufruhr. Wir müssen den Leuten klar machen, was Bloom wirklich ist, Marcus. Je länger es dauert, desto abhängiger werden sie von CTOS sein. Sie werden sich daran gewöhnen und dann landet Deadsec im Bereich der Verschwörungstheorien. Dann zählt es nicht, ob wir die Wahrheit sagen. Die Leute wollen es nicht mehr glauben. Ja, aber das ist nur der Anfang. Wenn wir ihnen den Scheiß zeigen, der hinter Blooms Türen köchelt, werden sie uns scharenweise zulaufen. Viel zu teuer, kann ich mir gar nicht leisten. Aber hier vorne müsste tatsächlich irgendwo Geld liegen. Dahinter. Ich will an das Geld. Aus dem Weg. Hallo. Mir das Geld. Wie komme ich da ran? Voll. Komme ich gar nicht ran. Brauche ich dafür eine Maschine oder sowas? Ach man, das ist doch ärgerlich. So, dann fahren wir mal los. Ich muss zu... irgendwo da hinten rechts in die Pampa, ne? Ja, gucken wir mal, ne? Oh shit. War Absicht. Ich wollte genauso landen. Oh, Auerbaum. Mann, immer ist irgendwas im Weg hier. Was soll denn das? Ich wollte eigentlich auf die Straße da. Ach so, hier ist ein Park. Ich hab gerade gewundert, warum hier Leute in der Pampa rumstehen. Aber hier ist wohl irgendwie so eine Art Park oder so. Interessiert uns nicht, was sie da machen. Wir gehen. Oh, es regnet. Oh nein. Mein Twitch-Hoodie wird ganz nass. De-Abo, Dislike. Au, 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 au. Aus der Bahn. Ich muss hier nach rechts. Alter, habt ihr den Abbremser gesehen? Das war schon geil, oder? Kann ich eigentlich die Maschine auch hochziehen? Weiß ich gar nicht wie. Ah, oh mein Gott. Ah, oh, okay, sorry. Es geht wieder mit mir durch. Nein. So, hier müsste ja die New Dawn Kirche sein, oder? Das ist Hauptquartiermäßige. Das war keine Absicht. Aber wir sind eh gleich da. Deswegen scheiß aufs Motorrad. Lauf, Junge. Du wirst doch wohl diesen Berg hier hochkommen, oder? Ist so anstrengend. Da oben ist Geld, oder? Nicht da Geld? Geld? Natürlich, mit einem Jumper, sonst ist er nicht richtig. Geld? Ach so, wahrscheinlich hier irgendwas. Egal. Treffen, treffen, treffen. Mission starten. Auf geht's. Hypno, Hypno, Hypno. Oh, noch ein Start. Wie es scheint, ist Galileo gut beschäftigt. Psst. Ich bin's. Ich bin hier drüben. Jimmy Siska. Ich hab mich getarnt. Ja, das sehe ich. Gesoffen? Ohne Brille kenne ich ihn kaum. Oder? Dieses Haus ist auf Lügen gebaut und es wird Zeit für eine Beichte. Mann, Open Wounds 3, das ist ein moderner Klassiker. Klassiker. Sorry, Mann, ich wusste nicht, dass du so ein Fan warst. Ja. Ja, das war ich. Ja.
Ja, ich schätze, ich hab's verbockt, oder? Ist nicht das Einzige, was ich verbockt habe. Aber man kann immer wieder von vorne anfangen, so wie hier. Genau hier, in diesem Moment. Mhm. Weißt du, Mann, vielleicht nicht genau hier, in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal reingehen kann. Ist schon gut. Sag mir, wonach ich suchen soll. Ich helfe dir. Gut. Gut, okay. Da ist ein Lift, mit dem du runter in den Keller kommst. Und im Keller, da ist ein Raum. In dem Raum, da sind alte sumerische Tafeln, angeblich von der Hand des Besuchers selbst geschrieben. Nein, Mann, ich mein's ernst. Und die? Die meinen es todernst. Okay, Mann. Ich glaub dir, das ist perfekt. Okay. Hey, wenn du noch irgendwas brauchst, sag Bescheid. Oh, Junge! In die Kirche gehen und alle umbratzen, das wird lustig. Okay, Leute, ich schleiche mich gleich in New Dawns Tempel. Schleiche. Und Jimmy liefert uns eine nette Botschaft in unserem Video. Kann losgehen, sobald du den Schatz hast. Vorsicht vor Schlangen. Wenn alle umnatzen. Das ist nicht die Art von Tempel, Wrench. Da können trotzdem Schlangen sein. Ich passe ja auf. Ah! I have a bad day. Okay. So, Leute. Wir sind wieder bereit, da reinzugehen und mal ein bisschen Hallo zu sagen zu den Leuten. Neuer Song in der Nähe entdeckt. Da 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 da. Hm. Mal erstmal das. Ah ne, das wollte ich gar nicht rausmachen, das wollte ich mitnehmen. So, jetzt wissen sie, dass ich da bin. Oh, mein DualShock-Controller ist fast leer. Das muss ich mal eben kurz ändern. Danke. So, Waffe ist bereit. Ja, eigentlich sind wir ready. Was gucken wir denn mal jetzt heute? Komm. So. Auf geht's. So, nachladen. Schreibt aus und findet ihn. Hol ich da am besten rein. Fahndung. Bleiben Sie online für eine Zielbeschreibung. Da vorne kann ich was hacken. Leitstelle, es ist Dedsec. Schicken Sie mir Wagen. Komm her hier. Zeig deine Birne. Irgendwas. Danke. Hier drinnen ist irgendwie der Key, glaube ich, dafür. Hallo. Danke. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt geht's ab. Da ist eine verdammt gute Waffe. So, da war noch einer, da links. Oh shit. Darf nicht sterben, ich habe gerade eine gute Waffe. Nein! Nein! Ah nein! Von wo? Ich habe gerade die gute Waffe gehabt. Das ist jetzt ärgerlich. Ich hab mich extra versteckt. Grrr. Mit der Steuerung hapert es manchmal noch. Der hat sich nicht perfekt versteckt. Ich will nochmal die Waffe. Ich will. Hab ich die noch? Alter! Okay, Leute. Können wir direkt aufräumen. Und Jimmy liefert uns einen. Oder sollen wir statt klassische Musik irgendwas anderes? Kann losgehen, sobald du den Schatz hast. Vorsicht vor Schlangen! Aber ich finde, das ist immer am besten, wenn man einfach reinredet und anrufen. Das ist die Art von Temple Wrench. Da können trotzdem Schlangen sein. Ich pass ja auf. Oder hier Bach. Komm, Leute. So ist perfekt, oder?
So. Diesmal habe ich direkt die gute Waffe. Lol, lol, lol. Wo wurde ich jetzt beschossen? Hinter mir, lol. Ach, Menno. Was geht, Leute? Man hat mal einen kleinen Cut gemacht. Und wir schleichen jetzt hier rum. Und machen es vielleicht ein bisschen cleverer. Weil mit purer Gewalt komme ich gerade nicht weiter, weil irgendwer von hinten kommt und mich tötet. Und das nervt mich ein bisschen. Und deswegen gehen wir einfach ein bisschen chilliger vor, Mann. Ich spüre den Mojo. Und auch. Einmal betäuben bitte, kein Ding. Lalala. Da rein gehe ich gleich erst. Ich gehe nochmal einmal rum. Die Wachen ausschalten, die mich ein bisschen genervt haben hier. So. Kein Ding. Diesmal habe ich die von hinten kommen können schon gekillt. Dass ich direkt ein bisschen meine Ruhe habe. Oh, der eine ruft gerade Verstärkung und ich bin zu spät. Dammit, ich wollte ihn gerade umbringen. Bleib stehen, Mann! Danke. Der lebt noch, ne? Jetzt. Ah, das Geld sammeln wir natürlich noch nebenbei. Ist ja logisch. Ja, diesmal läuft es besser, wa? Ich glaube, da drinnen ist einer im Gebäude. Moment, habe ich den Hack nicht mehr? Jetzt habe ich den Schlüssel wieder, ne? Da müsste aber Geld liegen hier. Oh, hier ist gar kein Geld. Fake, alles fake. Ach komm, die Musik ist gerade doof. Ne, passt jetzt gar nicht. So. Nehmen wir was Entspanntes wieder. Hallo, Kirche. Ist das so ein Ding hier? Nee. Da oben, okay. Gucken wir uns mal um. Wir haben jetzt ja genug Zeit, ne? Ist ja jetzt mittlerweile sehr ruhig geworden hier. Alter. Das ist interessant, du. Das nenne ich mal Rätsel, du. So, das öffnen wir. Kann ich das direkt... Ah, super. Jetzt kann ich das auch öffnen, ne? Ja. So, das ist schon mal gelöst. Das können wir dann jetzt auch wieder öffnen. Das muss ich wahrscheinlich so rum machen. Na, perfekto. Da soll mal einer sagen, ich bin kein Rätselmaster, Leute. Muss ich das nicht so machen? Nee, Moment. So. Und da fehlt jetzt aber noch von hier. Wir haben es aber gut abgeschlossen, ne? Hut ab. Da muss man ja ganz schön crazy hacken. Das muss da runter und das muss wieder so gedreht werden. Und dann kann ich das öffnen und dann geht das darüber und dann kann ich das öffnen. Und... Ah, da!
easy Sache, ne? Das muss Jimmys Aufzug sein. Ich habe den Geheimlift freigeschaltet. Hast du das gerade tatsächlich gesagt? Was? Stimmt doch. Willkommen auf Stufe 5 von New Dawn und Glückwunsch zu deinem spirituellen Aufstieg. Danke, hab mich schwer bemüht. Oho, wir haben es geschafft. Wir sehen hier New Dawns geheiligte Besitztümer. Die Grundlage ihrer kompletten Religion. Ganze Reihen von alten sumerischen Tafeln. Hier drin ist ziemlich viel irrer Scheiß, aber das ist was Besonderes. Warum sind die nicht im Museum? Ich meine, was gibt der Kirche das Recht, sie vor uns versteckt zu halten? Finden wir es raus. Oh, hier steht nicht berühren, aber... Hey, ich will sie echt anfassen. Nur ein bisschen, na los. So viel echte Geschichte. Ich meine, ich bin so froh, ein Teil von all dem zu... Nein! Die sind gefaked? Das ist alles Bullshit. Leute bekehren sich zu New Dawn, zahlen Millionen Dollar, bevor sie die hier sehen dürfen. Und das sind Fakes? So falsch wie alles, was diese Kirche verspricht. Jetzt geht's mir besser. Ab nach Hause. Fake! Entkomme aus dem Tempel. Eigentlich schlecht, als dass ich so die neue M4 hab. Ist echt Knorke, die M4 übrigens, ne? Leute! Leute! Psst. Kommt rein! Ich präsentiere... New Dawn! Detzek wollte der New Dawn-Kirche auf den Grund gehen und hat Verbrechen und Korruption gefunden. Sie kaufen Unmengen an persönlichen Daten, um sie gegen ihre Gegner einzusetzen. Vielleicht gibt es von euch allen schon eine Akte. Wir übergeben alles, was wir gesammelt haben, an unsere üblichen Verteiler. Lest es, überprüft es. Ihr werdet zum gleichen Ergebnis kommen wie wir. New Dawn ist eine Verbrecherorganisation, die ihre Mitglieder einschüchtert, damit sie ihr Leben zerstören und ihr Erspartes an sie abtreten. Aber glaubt uns nicht blind, denn wir haben einen Gast. Hallo, ich bin Jimmy Siska. Ihr kennt mich vermutlich aus ein paar guten Filmen von vor der New Dawn Gehirnwäsche und bevor ich ihren Befehlen gehorchen musste. Als Freunde von mir die Methoden der Kirche hinterfragten, verschwanden sie. Als ich danach fragte, wurde ich gegen meinen Willen entführt und eingesperrt. Die Polizei ermittelt bereits aufgrund meiner Aussagen. Und was steckt hinter dieser Kirche? Was ist hinter Tür 5? Ich lasse es meine Freunde von Detzek demonstrieren. Detzek bringt euch die Wahrheit. Macht, was ihr wollt. Oh, kommt schon, Leute. Ihr solltet mir danken. Du betrittst ein Sperrgebiet. Ja. Das ist auch nicht meine Musik diesmal, ne? Na, 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 na. Kann ich hier irgendwas machen? Was ist das da vorne eigentlich? Mitnehmen. Das gucke ich mir nochmal an. Was hat der da? Freund Sahne? Ja, was soll ich jetzt mitnehmen? Ach, da unten. Halleluja, Halleluja. Fahrzeuglackierung. Ja, geil. Ich gehe nochmal gucken, wo das Geld ist. Das macht mich ganz irre, ein Dollarzeichen zu sehen und dann ist da nichts. Halleluja. Halleluja. Okay, sorry. Genau hier. Au. Da drinne. Da kann ich doch bestimmt so rein, oder? Oder auch nicht.
Komm schon. Ich möchte gerne das Geldpaket da haben. Aber wie soll ich denn da reinkommen? Ist die Musik gerade echt bei meinem Dings da? Die nervt mich gerade ein bisschen. Ach Mann. Ah ja, war bei mir. Lol. Ich dachte gerade, ich habe gesoffen. Nee, ich komme da gerade nicht rein. Zum Öffnen oder Schließen? Hacken. Das ärgert mich jetzt. Ein anderes Mal verschwinden wir jetzt erstmal hier und beenden da die Folge, ne? Das war's dann auch schon wieder. Mann, das war eine lange Folge. Wow, das ist eine echt lange Folge. Tut mir richtig leid. Ach Mann. Mission abgeschlossen. Jo. Kommt jetzt nochmal so, hey, deine Followerzahl ist gestiegen und so. Ja. Ich hab dein Geld, Baby. Trophäe erhalten. Und wir haben den nächsten Follower Step erreicht. Wow. Aber richtig krass. Ja. Forschung verfügbar. Dann sehen wir uns. Oh ne, Moment, die reden noch. Tara, ich bin neugierig wegen deiner Poster. Die sind gut, echt gut. Wie Kunst. Scheiße, Mann. Die sind Kunst. Ich weiß nicht, Mann. Mit Street Art kenne ich mich gar nicht aus. Dann musst du wohl mein Schüler sein. Ich schicke dir einen Treffpunkt. Wir sehen uns da, wenn du ihn hacken kannst. In der anderen Folge. Danke fürs Zusehen und bis dann und euch noch einen schönen, schönen Tag. Ciao.